Oh, ihr seid ja schon da. Hallo, liebe YouTube-Freunde der Elektromobilität in der richtigen Größe. Elektromobility in the right size. Im ersten Teil, da habe ich euch ja den EVA 6000 vorgestellt. Den gab es im Lidl im November 2020 als super Schnäppchen zu kaufen. Und ich sitze jetzt hier auf meinem gemütlichen Sitzsack und habe Papier auf meinem Schoß, und zwar die Elektro-Kleinstfahrzeuge-Verordnung und einen Tatbestandskatalog, / Bußgeldkatalog für Elektro-Kleinstfahrzeuge. Das ganze Thema ist recht trocken. Wer da gar kein Interesse dran hat, der gibt jetzt schon mal die Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal, damit er den nächsten Teil, den dritten, nicht verpasst. Es muss aber nachher keiner kommen und sagen, ich habe es nicht gehört, ich habe es nicht gewusst oder er hat es nicht gesagt, denn hintendran kommen sehr wichtige Dinge, die ihr unbedingt wissen müsst, wenn ihr mit einem E-Scooter oder mit einem Elektro-Kleinstfahrzeug fahren wollt. Da würde ich sagen, quatsche ich jetzt auch nicht lange. Wir schauen uns das Intro an und danach geht's los. Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Hier jetzt also im zweiten Teil der kleine Einstieg in die Elektro-Kleinstfahrzeuge-Verordnung. Es gibt keinen Anspruch darauf, dass dieses Video vollständig oder rechtlich komplett einwandfrei ist, da ich ja Nachrichtensprecher und kein Anwalt bin. Sämtliche Regelungen für Elektro-Kleinstfahrzeuge, dazu zählt natürlich auch der EVA 6000, auf den ich hier im ganz Speziellen eingehen möchte, sind in einer Verordnung, der Elektro-Kleinstfahrzeuge-Verordnung, vom 06.06.2019 niedergeschrieben. Diese ist in Kraft getreten am 15.06.2019. Die ersten drei Paragraphen behandeln den Anwendungsbereich, Anforderungen an Inbetriebssätzen und die Berechtigung zum Führen. Und Gesetze sind immer so aufgebaut, dass in den ersten Paragraphen die wichtigsten Dinge stehen. Wollen wir jetzt nicht lang schnacken, sondern kommen gleich zum ersten Paragraphen. Der Anwendungsbereich. Der beschreibt, was ein Elektro-Kleinstfahrzeug überhaupt ist. Denn es ist ein elektrisch angetriebenes Kraftfahrzeug, welches zwischen 6 und 20 km/h aus eigener Kraft schnell fahren kann. Die Nenndauerleistung des Antriebes beträgt maximal 500 Watt und das Leergewicht bis maximal 55 Kilogramm. Im Paragraph 2 sind die Anforderungen an das Inbetriebssetzen niedergeschrieben. Denn auf öffentlichen Straßen dürfen wir nur mit allgemeiner oder Einzelbetriebserlaubnis fahren. Und das Gute ist, unser EVA 6000 hat bereits eine allgemeine Betriebserlaubnis. Auf der Seite vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur www.bmvi.de können wir auch eine Liste einsehen, welche E-Scooter und Elektro-Kleinstfahrzeuge eine allgemeine Betriebserlaubnis haben. Dort finden wir auch den EVA 6000 mit der ABE-Nummer P177. Des Weiteren brauchen wir eine gültige Versicherungsplakette, was natürlich auch eine Versicherung dann voraussetzt. Und wir brauchen Bremsen, Licht, Schaltzeichen und sonstige Anforderungen. Im Paragraph 3 ist die Berechtigung zum Führen niedergeschrieben, und zwar dürfen Elektro-Kleinstfahrzeuge nur Personen ab 14 Jahren fahren. Die Paragraphen 4, 5, 6 und 7 regeln dann die Anforderungen an Bremsen, Licht, Schaltzeichen und sonstige Sicherheitsanforderungen genau. Aber wie gesagt, wir haben ja eine ABE für unseren EVA 6000, da muss uns das in dem Sinne nicht kümmern, denn die ABE hätte er nicht bekommen, wenn er sich daran nicht gehalten hätte. Paragraph 8, Personenbeförderung und Anhängerbetrieb, das ist super schnell erklärt, verboten. Paragraph 9, die Anwendung der Straßenverkehrsordnung.
Wir unterliegen den Vorschriften der Straßenverkehrsordnung nach Maßgabe der folgenden Paragraphen 10 bis 13. Paragraph 10, zulässige Verkehrsflächen. Wir dürfen auf Radwegen, egal ob das jetzt einzeln baulich angelegte Radwege sind oder getrennte Gehradwege oder gemeinsame Geh- und Radwege, wir dürfen auf Radfahrstreifen fahren. Das sind die, manchmal seht ihr auf der Straße rechts so eine gestrichelte Linie mit so einem Fahrradsymbol dann auf der Fläche, die dadurch abgetrennt wurde. Das ist ein Schutzstreifen für Fahrradfahrer, da dürfen wir drauf fahren. Auf Fahrradstraßen sowie in verkehrsberuhigten Bereichen, also in Spielstraßen. Und außerhalb geschlossener Ortschaften dürfen wir dann zusätzlich noch auf dem Seitenstreifen fahren. Wenn man sich eine Landstraße vorstellt, da ist ja an der rechten Seite so eine breitere Linie und rechts davon ist nochmal ein gutes Stück asphaltiert. Das Ding heißt dann Seitenstreifen, darauf dürfen wir fahren. Der Clou ist, dürfen heißt müssen. Wenn wir nicht einen Radweg vorfinden, auch wenn das jetzt ein bisschen doof klingt, müssen wir auf der Straße fahren. Andere Verkehrsflächen sind mit dem Zusatzzeichen Elektrokleinstfahrzeuge frei, dann auch für uns frei zur Benutzung. Paragraph 11, allgemeine Verhaltensregeln. Wir dürfen nicht freihändig fahren, uns nicht an Fahrzeuge anhängen und wenn mehrere E-Scooter-Fahrer eine kleine Fahrt machen, also so ein Drive-Out, dann müssen alle hintereinander und einzeln fahren. Also nicht wie so eine Horde Radfahrer im Training nebeneinander zu zweit, zu dritt. Das ist nicht zulässig, sondern einzeln. Natürlich gilt das Rechtsfahrgebot. Heißt, bei mehreren Fahrspuren ist die rechte zu wählen und dann auch noch rechts in dieser Fahrspur. Dann gilt das Gebot blinken oder winken. So kann man sich das auch sehr gut merken. Natürlich steht das nicht so im Gesetzestext, ne? Das heißt, wenn man einen Blinker an seinem E-Scooter hat, da gibt es mittlerweile auch einige, die halt richtig teuer sind, die haben dann zulässige Blinker. Damit blinkt man dann, wenn man seine Fahrtrichtung ändern möchte. Ansonsten heißt es wie beim Fahrradfahren, das Händchen rausstrecken und winken. Ne? Dazu muss man aber üben, einhändig zu fahren, und zwar vorher irgendwo, damit man nicht beim ersten Mal auf der Straße dann gleich auf der Nase landet. Eine wichtige allgemeine Verhaltensregel ist, auf Radwegen nehmen wir Rücksicht auf Fahrradfahrer und wenn einer schneller ist als wir, dann lassen wir ihn auch überholen, ohne ihn zu behindern. Das ist wichtig, es steht tatsächlich drin, ohne Behinderung. Auf Fußwegen, aber wichtig, nicht auf Gehwegen, also reine Gehwege dürfen wir nicht benutzen, sondern nur auf diesen Fußwegteilen von gemeinsamen Rad- und Gehwegen. Nehmen wir Rücksicht auf die Fußgänger und behindern sie nicht und gefährden sie nicht. Wenn wir dann irgendwann keine Lust mehr haben, mit diesem E-Scooter oder Elektrokleinstfahrzeug zu fahren, dann dürfen wir das Ding abstellen wie ein Fahrrad und können uns von mir aus ein Eis holen und lecken. Paragraph 12. Besonderheiten bei angeordneten Verkehrsverboten nach der Straßenverkehrsordnung. Wenn ein Verbot für Fahrzeuge aller Art existiert, dann dürfen wir unser Elektrokleinstfahrzeug immerhin schieben. Bei einem Verbot für Kraftwagen, Krafträder, Kraftfahrzeuge oder ein Verbot der Einfahrt dürfen wir nur fahren oder einfahren, wenn das Zusatzzeichen Elektrokleinstfahrzeuge frei dasteht. Ein Verbot für den Fahrradverkehr ist auch gleichzeitig ein Verbot für Elektrokleinstfahrzeuge. Und wir kommen jetzt auch schon zum 13. Paragraphen. 3 ist noch nicht mal die Quersumme. Eieiei. Lichtzeichen. Umgangssprachlich formuliert heißt es, wenn da eine Fahrradampel ist, dann müssen wir nach der Fahrradampel fahren. Und ansonsten fahren wir ja sowieso auf der Straße, dann ist ja auch kein Radweg da, dann richten wir uns natürlich nach der Ampel für die PKWs. Was dann heißt, rot halt, gelb Achtung und grün fahren. Kommen wir also schon, wenn wir das erwähnt haben mit rot heißt halt,
zu den Ordnungswidrigkeiten, denn im Paragraph 14 ist der Bezug zum Straßenverkehrsgesetz Paragraph 24 geregelt, dass ein bestimmtes Verhalten eine Ordnungswidrigkeit im Straßenverkehr ist. Dafür gibt es sogar einen Tatbestandskatalog, aber der betrifft erstmal nur die Ordnungswidrigkeiten. Den kann man ebenfalls auf der Seite vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur einsehen. So kostet zum Beispiel das Fahren ohne Versicherungsplakette und damit ist auch nur der Aufkleber gemeint. Also das heißt, wenn der zu Hause rumliegt, ihr habt eine gültige Versicherung, aber das Ding nicht an den E-Scooter geklebt, zahlt ihr 40 Euro Ordnungswidrigkeit. Wenn ihr ohne allgemeine Betriebserlaubnis oder Einzelbetriebserlaubnis fahrt, das betrifft uns mit dem EVA 6000 nicht, denn er hat ja eine, kostet das 70 Euro Ordnungswidrigkeit. Fahrt ihr auf einem Gehweg, kostet das zwischen 15 und 30 Euro, je nachdem, ob Fußgänger behindert oder gefährdet wurden. Bei Rot über die Ampel gefahren, kostet ab 60 Euro und einen Punkt im Flensburger Verkehrszentralregister. Wer also einen Führerschein hat und E-Scooter fährt, muss ein bisschen aufpassen. Mit Anhänger oder Personenbeförderung oder Ladung auf dem Trittbrett kostet 10 Euro. Das sind dann die Schnäppchenpreise, zahlt man trotzdem nicht gern. Zusammenfassend können wir also sagen, wir müssen immer auf Wegen für Radfahrer fahren, sofern diese vorhanden sind. Fehlen diese, fahren wir auf der Fahrbahn und außerhalb geschlossener Ortschaften, wenn es denn einen gibt, auf dem Seitenstreifen. Wir fahren nie auf dem Gehweg, niemals, nie, nicht. Und das ist bewusst eine dreifache Verneinung, denn dreimal Nein bleibt Nein. Ganz wichtig ist jetzt nur, was ist Fahren? Fahren ist auch, wenn wir das Ding ganz normal manuell ankicken, wie so ein Kickscooter, und der Motor von mir aus ausgeschaltet ist oder der Akku leer. Sobald wir auf dem Ding stehen und uns mit dem Ding fortbewegen, fahren wir. Fußgängerzone. Wenn dort kein Schild, Zusatzschild dran ist, Elektrokleinstfahrzeuge frei, fahren wir dort auch nicht, denn das ist eine Fußgängerzone. Autobahn und Kraftfahrstraßen. Die Schilder habe ich euch ja auch eingeblendet. Die sind natürlich nur für Fahrzeuge, die bauartbedingt schneller als 60 km/h fahren können. Und da habt ihr mit dem E-Scooter nichts zu suchen, genauso wie da Fußgänger nichts zu suchen haben. Das kostet euch vielleicht im Zweifel sogar das Leben. Also niemals Autobahnen, aber noch interessanter Kraftfahrstraßen. Da sind halt diese kleinen blauen Schilder mit dem Auto drauf. Da müsst ihr darauf achten, dass man da nicht reinfährt. Wir dürfen erst ab 14 Jahre fahren, aber das Gute ist, man braucht keinen Führerschein. Jedoch empfehle ich, so ein paar Grundkenntnisse in der Straßenverkehrsordnung über Verkehrszeichen, Vorfahrtregeln schon im Hinterkopf zu haben, weil wir nehmen ja dann am Straßenverkehr teil. Wir dürfen niemanden mitnehmen, nichts an Ladung auf der Trittfläche transportieren und Anhänger hinten ranhängen geht leider auch nicht und uns selber irgendwo ranhängen auch nicht. Wir brauchen eine Versicherung und eine gültige Plakette am Fahrzeug. Wenn wir keine Versicherung haben, dann ist das nicht nur eine Ordnungswidrigkeit, weil wir ja keine Plakette am Fahrzeug haben für 40 Euro, sondern es ist auch ein Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Das heißt 180 Tagessätze maximal oder ein Jahr hinter schwedischen Gardinen können euch dabei drohen. Also aufpassen, ohne Versicherung fahren, absolutes No-Go. Denn ein E-Scooter ist ein Kraftfahrzeug. Interessant ist auch die Promillegrenze, denn es gilt die gleiche wie für Pkw-Fahrer und nicht die gleiche wie für Radfahrer. Das heißt, ihr müsst weniger als 0,5 Promille haben, um nicht ordnungswidrig zu handeln und weniger als 0,3, wenn ihr durch unsichere Fahrweise auffallt. Und Fahranfänger und Fahrer unter 21 Jahren 0,0 Promille. Tja, also Sauftour und dann mit dem E-Scooter nach Hause funktioniert also auch nicht. Verweisen möchte ich hier auch nochmal und auch das Elektrokleinstfahrzeuggesetz oder die Elektrokleinstfahrzeugeverordnung auf den Paragraphen 1,
der Straßenverkehrsordnung. Und wir erinnern uns, je weiter oben die Paragraphen stehen, umso wichtiger sind sie. Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. Wer am Verkehr teilnimmt, hat sich so zu verhalten, dass kein anderer geschädigt, gefährdet oder mehr als nach den Umständen unvermeidbar behindert oder belästigt wird. Irgendwann ist aber tatsächlich mal der Akku leer oder die Beine tun so weh, dass man dann sagt, oh, da ist eine Bushaltestelle. Schön. Mitnahme im öffentlichen Personennahverkehr. Das steht jetzt nicht mehr in der Elektrokleinstfahrzeugeverordnung, aber das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur kann die Mitnahme nicht verpflichtend regeln. Elektrokleinstfahrzeuge gelten im ÖPNV wie Sachen. Das hieße dann also auf den Schoß dann kostenlos. Ansonsten ist der Preis für Gepäck zu entrichten. Und genau geregelt ist das aber immer in den Beförderungsbestimmungen der einzelnen Verkehrsunternehmen. Also am Ende entscheidet sowieso der Fahrer, was er mitnimmt, denn der hat Verantwortung für sein Fahrzeug oder der Schaffner im Zug, keine Ahnung, bin noch nie Zug gefahren in dem Sinne, der entscheidet dann, ob man so ein Teil mitnehmen kann oder nicht. Nachdem wir uns jetzt mit den Regeln auskennen, wird es langsam Zeit, sich eine Versicherung rauszusuchen. Mein Pkw-Anhänger ist bei der HUK 24 versichert. Die hat leider zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Elektrokleinstfahrzeugeversicherung. Und bei meiner Haus-, Auto- und Allesversicherung, wo alles zusammen ist, habe ich gar nicht nachgefragt. Aber die HUK selber, die hat eine Elektrokleinstfahrzeugeversicherung und bietet auch für Mitarbeiter und Angestellte im öffentlichen Dienst besondere Rabatte. Man entscheidet sich dann nur, ob man eine Haftpflicht oder eine Teilkasko mit Selbstbeteiligung haben möchte und legt das Mindestalter des Fahrers fest. Denn Fahrer ab 14 Jahre sind ein bisschen teurer wie die ab 23 Jahre. Ich habe Fahrer ab 14 Jahre genommen für unsere beiden Scooter, den EVA 6000 und den Xiaomi Pro 2, damit unser Sohnemann auch mit beiden fahren kann, je nachdem, wie voll die Akkus sind. Wer mehrere Autos hat, kennt ja das Problem, man nimmt die Karre, wo der Tank am vollsten ist. Gelten tut die Plakette und die Versicherung immer vom 1. März bis zum letzten Februartag des Folgejahres, also ziemlich genau ein Jahr. Wenn das Geld überwiesen ist, dauert es dann so ein bisschen. Und dann kommt Post, so ein schicker Brief. Wenn man den dann aufmacht, findet man da drin so einen schicken Aufkleber. Der ist dann für die Saison 21/22 blau, für die jetzt aktuelle Saison 2021 war er schwarz. Und wenn man sich das Ding anguckt, hier drauf steht, ich guck mal, ob ich das, wenn man es nicht lesen kann, nochmal in groß einblende, links oder rechts, weiß ich noch nicht genau. Eine Zahlenkombination, hier 090 und WRW. Und da gibt es eine Seite, da kann man googeln, zu welcher Versicherungsgesellschaft dieses WRW gehört. Das heißt also, das Ding ist ein Unikat und wenn er irgendwo Mist baut, anhand dieser Nummer weiß man genau, wer den Mist gebaut hat. Dann würde ich sagen, kleben wir hier diesen Brief nochmal zu, denn der gilt noch nicht. Ich habe die schwarze Plakette am E-Scooter und dann treffen wir uns gleich draußen auf dem E-Scooter, denn so ein trockenes Video, da will man ja irgendwann mal fahren. Da wir nun den EVA 6000 mit einem Versicherungskennzeichen versehen haben, können wir die erste Tour unternehmen. Und ich blende euch dann hier oben rechts ein Abo-Feld ein und nebendran die Playlist zum EVA 6000.